Willkommen Leute, wir sind zurück hier bei Super Mario Galaxy. Ja, im letzten Part haben wir hier, den Gumeluma. Nee, da haben wir einen Stern mitgemacht. Ja, das war fast ein Satz, das war fast ein deutscher Satz, Aaron. Und ja, dann haben wir auch mit Welt 2 angefangen. Dann gegen Ende des letzten Parts, ja, da wurde uns gesagt, ey, es gibt sowas wie Schabernack-Kometen. Gab es ja in Galaxy 2 auch schon, ne? Der Vergleich fällt wieder. Und ich glaube, in Welt 1 ist ein solcher Schabernack-Komet. Wir sollten zwar, wenn wir mehr wissen wollen, den hier fragen, aber... Ach komm, das machen wir eben. La 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 la, wenn du über so Schabernack-Kometen erfahren willst, dann frag einfach mich. Soll ich irgendwas sagen? Oder sag's mir. Okay, bewegen sollst du, glaube ich, noch nichts. Da war ja schon einer. Die Schabernack-Kometen sind lästige Dinger. Sie verwandeln Galaxien in völlig andere Orte. Rote Kometen begrenzen die Zeit, die du in einer Galaxie verbringen kannst. Risikokometen begrenzen deine Lebenskraft und Schattenkometen lassen dich ein Rennen mit einem Klon abhalten, okay? Und Tempokometen machen deine Gegner schneller. Den Rest musst du selbst herausfinden. Viel Spaß. Okay. So eindeutig unterteilt war das im zweiten Teil, aber definitiv nicht. Ich meine, ich glaube, alles gab's zwar, ne? Das und das wurde schneller. Aber es wurde nicht gesagt, hey, hier ist ein roter Komet. Was war denn jetzt nochmal roter Komet? Scheiße. War das mit Zeit? Nee. Wir werden sowieso gleich sehen. Bam, bam. Ach ja, das ist irgendwie für mich gerade so ein bisschen wie ein Déjà-vu. Ja. Damals, wo ich den zweiten Teil Let's Played habe. Zeitangriff. Okay, es ist Zeitangriff. Okay, ich kenne ja ein, zwei Abkürzungen, wie ich zum Beispiel da oben aufs Dach komme. Ich glaube, die werden mir helfen. Aber Bosse schnell besiegen, da bin ich nicht so der Master drin, muss ich mir ehrlich eingestehen. Boah, wie hier alles rot wird, ey. Da haben sie aber eine fette Color Correction drauf geklatscht hier. Oh nein, oder doch? Ist das richtig? Das ist ein... Nee, 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 okay, es ist eine Ordnung. Ich dachte jetzt gerade für einen Moment, ey, du bist hier im Extra-Raum gelandet. Das wäre natürlich bitter gewesen, aber... Das ist die Frage, war das hier überhaupt eine Abkürzung? Vielleicht nicht wirklich, ne? Jetzt landen wir aber auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ach, ich glaube, das hat das Ganze ein bisschen verlängert. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. Aber wo geht's lang? Ich hab... Ah. Scheiße. Können wir es nochmal von vorne machen? Oder sollen wir das als Herausforderung nehmen? Komm, wir nehmen das mal als Herausforderung hier. Oh Mann, ich... Mann, ich baue aber auch Scheiße, ne? So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Wo müssen wir denn hin? Oh, wir müssen einfach den Weg nach oben. Ja, komm, hau rein. Ja, 3 Minuten klingt jetzt aber gar nicht mal so wenig, oder? Nee. Aber ich fühle mich doch ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, wo ich hier mit Let's Plays angefangen habe, hier mit Mario Galaxy 2. Waren das gute Zeiten? Nee, ich meine nicht. Wie viele Videos haben wir da gebracht? So viel, wie wir gerade Lust hatten und, ja, war das LP denn... Bei Mario Galaxy 2, ich würde sagen, das war das Let's Play, was mich schon so ein bisschen geformt hat quasi. Also wo ich zwar immer noch schlecht war, aber, ne... Mann, wo ist das scheiß letzte Teil? Ah, I am blind? Bin ich blind? Ah, da. Ich glaube, das war ein bisschen schlecht hier. Okay, es taucht noch auf deiner anderen Seite raus. Oh, das sind die schlechtesten Bedingungen der Welt, ey. Aber, worauf ich zu sprechen kommen wollte, ich glaube, es war so das Let's Play, wo ich, ja, ich glaube, ich habe da sogar auch schon off-topic geredet, obwohl ich off-topic zu dem Zeitpunkt, kannte ich das da wirklich schon? Ich weiß gar nicht, wann ich hier zum ersten Mal irgendwie Volo oder Cornel geguckt habe, aber vor dieser Zeit war mir der Begriff off-topic hier neu, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das war gut. Go. Go, go, go. Bäm. Okay. Das haben wir jetzt wieder ganz schnell gemacht. Aber, ah, der Boss, ne? Der Boss, der Boss, der Boss. Bei Bosse schnell besiegen bin ich nie so wirklich gut. Komm mal, hau rein, Mario. Oh, der Anfang war so derbe schlecht, ne? Der Anfang. Aber das macht es spannend. Macht es eventuell spannend. Vielleicht werde ich es aber auch total verscheißen. Sind wir jetzt gleich endlich mal da? Ja, wollte auch so. Nein? Doch? Nein? Doch? Nein? Doch, sind wir okay. Wollte auch sagen, das wäre jetzt auch wirklich ein wenig zu extrem gewesen.
wenn wir noch einen weiteren Planeten hätten absolvieren müssen. Eine Minute, doch, das schaffen wir, ne? Das ist die erste Galaxie, Aaron, das ist noch nicht so hier Burner-mäßig am Start. Der Treffer ist einfach. Rastet der jetzt schon aus? Okay, das dürften wir eigentlich doch, das dürften wir schaffen. Okay, ich habe das... Ah nein, er ist ja noch gar nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Ganze hier ein bisschen überschätzt, aber ich denke, das habe ich auch. Okay, wir haben hier ein paar Sekunden down gemacht, so wie sie sich gehört. Die Zeit nehmen wir uns jetzt aber nochmal, um Sternteile zu sammeln, so wie es sich ebenfalls gehört. So, die Zeit läuft gemütlich weiter. Ich dachte eigentlich, die bleibt stehen oder so, aber naja. Wir schaffen es auch so, denke ich mal. So, gemütlich sammeln. Ansonsten, ja, komm, das machen wir noch eben auf. Schön, schön. So, okay. Ja, das war jetzt so ein bisschen Einführung. Ich dachte tatsächlich, die Zeit wird ein bisschen knapper. Weil Bosse schnell besiegen war ich noch nie so wirklich gut. Nee, in Mario Galaxy 2 gab es ja auch so eine Bossparade und da muss man die auch, glaube ich, kurzfristig dann, ne, muss man die auch auf Zeit machen und das war schwer. Für mich. Jo, wir speichern eine Runde. Because we can do it. Und dann würde ich sagen, wir sind ja jetzt noch nicht wirklich auf die Kometen angewiesen, wir können auch so Sterne holen. Nichtsdestotrotz, ich gucke nochmal, ob es nicht vielleicht noch einen gibt. Ja, in der zweiten Welt. Den können wir auch gleich machen, würde ich sagen, ne? Dun, 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 dun. Hui. Ich meine nämlich, nachher hat man vielleicht ein Problem, dass gar keine Kometen mehr auftauchen oder so. Und, ja, um dem entgegenzuwirken, machen wir die gleich am Anfang. Finde ich auch immer ganz gut, ne? In Galaxy 2. Ich sag schon wieder. Aber da habe ich es halt so gemacht, dass ich erstmal alle Sterne gemacht habe, alle normalen, hintereinander. Dann bin ich zum Bowser gegangen. Dann habe ich alle Kometen gemacht. Und dann habe ich alle Grünsterne gemacht. Das hatte ich mir so voll abgeguckt von AP Twister. Vielleicht kennt ihr den. Bestimmt, ne? Ich meine, wie viele Abonnenten hat er? Nicht gerade wenig. Oh, das müssen wir auf Zeit machen. Geil! Die Galaxie liebe ich. Leider ist ja nicht mal diese wunderbare Musik, die wir im letzten Part gehört haben. Aber Zeitattacke, ich glaube, das habe ich drauf. Bis auf, wie gesagt, mit den Bossen. Nee, da nicht. Ui, Münzen. Ja, in diesem Fall scheiße ich jetzt doch wirklich auf Sternteile und so. Bäm. So. Kann ich nicht. Okay. Ich muss jeden einzelnen nehmen anscheinend. So. Damit das Ganze hier funzt. Boah, so bedrohliche, so wannabe bedrohliche Musik hier. Naja, aber was ich sagen wollte, in diesem Let's Play mache ich halt das Ganze hier gemixt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen besser. Ah, auf den kleinen Planeten kann ich nicht ganz so gut steuern. Aber das ist doch alles ganz gut gegangen, würde ich meinen. Und der Sound auf meinem Ear, auf meinem Ohr. Ich könnte mich auch Red Era nennen, ja. Ey, warte mal. Hier müssen wir doch später noch... Dieser eine Planet von gerade, über den wir gerade drüber geflogen sind, der kommt mir bekannt vor. Da war doch bestimmt ein Gormiluma, aber... Wow, ich dachte schon, wir fliegen weg. Aber in den bisherigen Missionen sind wir noch nie auf diesen Planeten gekommen. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, wenn wir hier keinen besonders schwerwiegenden Fehler machen, ist das doch recht easy. 2 Minuten? Ich meine, nach diesem Abteil... Ist es nicht mehr so lang, oder? So, wo ist der nächste Stern? Man darf die Planeten ja auch ganz leicht streifen, würde ich behaupten. Wow. Oh nein! Habe ich mich... Alter, nicht schon wieder. Habe ich mich wieder rangezogen, weil ich den A-Knopf in dem Moment gedrückt habe. Zum Springen, aber... Nee, nicht hier zum Festhalten. So. Hier nach bei Ende, ne? So. So, und dich, und dich, und dich. Da ist die Crew komplett... Da kommt der wieder. Hätte er uns nicht einfach so mitnehmen können? Bis hierhin? Ah ne, das geht noch weiter. Okay. Ist natürlich noch, doch noch ein bisschen länger. Oh. Ja, wo... Na? Das schaffen wir auch. Einfach ein bisschen cool bleiben. Ich habe früher oft den Fehler gemacht, dass ich einfach ein bisschen zu schnell wollte. Hier habe ich so Tricks versucht. Meinte, ja, Weitsprung und Schütteln und Weitsprung und Schütteln und sowas. Aber, wenn man hier ganz...
Wenn man hier ganz flauschig bleibt, wie die coolen Kids sagen würden. Gibt es, glaube ich, auch so eine Facebook-Seite, die heißt immer schön flauschig bleiben oder so. Ja. Wenn wir hier schön flauschig bleiben, dann kriegen wir das locker hin, würde ich behaupten. Ach ja, man gewinnt aber auch. Ich weiß nicht, ich finde die Steuerung in Galaxy auch immer so schön sicher mit diesem nice Schüttler. Gefällt mir richtig gut. Habe ich ja auch in Super Mario 3D World. Dann habe ich ja auch hier Rosalina immer gerne gespielt. Hier können wir drauf. Da denke ich mir immer, hey, what the fuck, was soll das? Aber das klappt schon alles. So, eine Minute haben wir noch und ich glaube, wir müssen jetzt nur noch zurückgehen. Und ja, genau. Dann haben wir das Ganze schon. Ja. Ich finde es auch schön, dass die Missionen, die sind ja nicht gerade kurz hier, ne? Oder? Ja, kommt natürlich drauf an. Hier, Zeitattacke dauert natürlich so viel. Ja, so lange wie halt die Zeit. Wie wir Zeit haben und wie schnell ich halt bin, ne? So, eine Minute noch. Ich glaube, wir schaffen es, Leute. Schaffen wir das? Ah, die Zeit wird knapp. Oh, gerade noch so. Eieiei. Bam, brudum. Jetzt weiß ich auch, wieso ich das immer mit diesem Bam, brudum gemacht habe. Nämlich, um noch mal so zwischendrin zu synchronisieren. So, mein Antivirenprogramm will mich darauf verweisen, dass ich das noch mal aktualisieren soll oder so. Oder da kommt auch manchmal so eine bayerische Stimme und sagt, Virus-Datenbank aktualisiert, feindliche Basis entdeckt und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treiben die denn da bloß? Oh oh, das klingt nicht gerade gut. Haben wir etwa schon den nächsten Bowser freigeschaltet? Kann sein, ne? Beim letzten Mal kam ja auch so eine Meldung, die ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen missverstanden habe. Aber hier können wir noch eine Mission machen. Na gut, machen wir das auch, ne? Machen wir das auch. Dun, 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 dun. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das so ausformuliert habe, wie ich es ausformulieren wollte mit diesem... Jetzt kommen wir auf diesen Planeten und ich schwöre... Ach, das mit dem Klebedings. Und ich wollte gerade sagen, ich schwöre euch, der ist ein Gourmet-Luma. Aber das mit dem Klebedings, da hat doch der Volo. Ich sag manchmal auch noch Volo und da wird mir immer gesagt, ey, das ist total falsch. Dachte, da hat doch der Volo so phänomenal gefehlt, ey, war das lustig. Ach ja. Ja, komm, reden wir mit dir, hier ist nix. Einer aus unserem Suchtrupp ist auf der Suche nach einem Powerstern auf diesen Planeten gegangen. Aber er kommt einfach nicht mehr zurück. Na gut, dann müssen wir den wohl zwangsläufig retten. Bäm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das mit dem Klebedings machen oder ob wir das mit dem Gourmet-Luma machen. Aber ich würde sagen, wir machen das mit dem Gourmet-Luma. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Dann können wir bald dieses coole Klebedings machen. Was manche jetzt nicht so wirklich als cool bezeichnen würden, aber... Na gut, ich hab's auch noch nie gespielt, ne? Aber es sieht für mich sogar ganz lustig aus. Bäm. Bäm. Da ist der Gourmet-Luma. Gucken wir erstmal, wie viel der will. Ich glaube, ab diesem Part hier habe ich das Let's Play von Volo geguckt. Ja. Ab jetzt müsste ich eigentlich voll der Vollpro sein. So, 50 Sterne, helle will ich. So. Wie viel habe ich denn? 27, okay. Es gab hier irgendeine Möglichkeit, da unten reinzukommen. Ja, genau hier. Und hier können wir einiges an Shit sammeln. Dun, 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 dun. Boah, ist das chillig, ey. Leute, Leute, von heute, ey. Ich fange an, das Spiel zu lieben. Ja, was man bis jetzt auch bestimmt sagen kann, ist, dass es mehr Atmosphäre hat als der zweite Teil. Ne? Jetzt meinen zwar welche, ey, der zweite Teil ist viel schwerer und schwerer ist besser und so. Ja, kann gut sein, aber ich meine, im Let's Play, da, ja, wirklich, wenn man ein Spiel Let's Play, dann, ne? Jedenfalls ist es bei mir so, nein, hier so besiegen. Bei mir so, da denke ich mir, oh, komm. Also, hoffentlich sind die Spiele, die du jetzt machst, nicht so schwer. Denn da kann man phänomenal failen. Dun, dun. So, da ganz oben war ja auch noch ein Kristall. Den können wir dann einmal holen. Und ansonsten haben wir jetzt auch schon die 50. Wir müssten nur noch einmal hier rauskommen. Ah ja, das hier, genau. Hui. Ich finde es auch immer so schön, wie sich das da oben mitdreht, der Gourmet-Luma. Dun, 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 dun. Boah, ey. Ich will ins Weltall umziehen, okay.
Das ist vielleicht ein wenig unwahrscheinlich, aber... Ach ja, interessiert dich denn der Weltraum, Aaron? Ja, schon ein bisschen. Hm? Gibt zwar viele, die da akutes Desinteresse zeigen, aber der Weltraum? Der Weltraum, ja, ne? Ist so die Sache, was hält man denn vom Weltraum? Ja. Ich finde das sogar relativ interessant. Was ist denn das? Ach ja, da kommen wir weiter. Ich wollte aber das hier erstmal erledigen. Hallo? Komm schon. Oh nein. Ja, ist okay. So, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn er den nicht anvisieren will. Ach ja, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Ja. Ja. Erwartet ihr irgendeinen kräftigen Verwandlungsschrei? Ich denke nicht. Ach, das hier. Genau. Hier, da mussten wir die ganz schnell besiegen oder so. Sowas in der Art war da. Ah, da kommt man irgendwie eine Combo machen. Lass mal eine Combo machen. Wie viel schafft er? Okay. 4 oder was war das? War das 4? Schade. Ich muss sie erstmal so ein bisschen zusammentreiben, glaube ich. Dann kann ich hier eine coole Combo machen. Vielleicht kriegt man irgendwie ein Leben, wenn man ganz viele macht. Also wenn man eine gute Combo schafft. Oh, ich hab's geschafft, genau in die Mitte zu gehen. Ey, ich bekomme gar keine Münzen von denen. Weh, ich komme hier noch um. Ne, das wäre ja peinlich. Das wäre schon peinlich, oder? Alter! Das würde ich mir so schnell auch nicht verzeihen hier. Es ist mies, dass sie hier keine Münzen geben. Schon, ne? Da habe ich gerade so viel Scheiße gebaut. Jetzt nur aufpassen, dass mir nicht direkt in die reinläuft. Okay. Ja, komm, jetzt machen wir ein bisschen einen auf sich, ja. Oh, Scheiße. Und nur noch dich da. Nur noch, du bist der Letzte. An dir verkacke ich nicht. Bam. Okay, 100%ige Sicherheit. Ach ja. Okay. Ja, den Stern hätten wir in our Tasche, in unserer Tasche. In our Bag, oder? Bag heißt das Tasche, ich glaube schon. Oder heißt das Rucksack? Ach, ist auch egal. Wir sind hier, ihr seid hier nicht bei so einem Englisch-Pro. Auch wenn ich hier, ich war eine Woche in England. Hat mir aber nicht viel genutzt. Ja, ganz im Gegenteil. Da habe ich so viel in der Schule verpasst. Das ist manchmal ein bisschen blöd, wenn man in der Schule fehlt. Das finden ja viele so geil. Hey, ich bin zu Hause, ich bin nicht in der Schule. Für den Moment, in dem ihr zu Hause seid, ist das auch geil. Aber wenn ihr dann, ja, wenn euch der Lehrer dann sagt, hast du auch schön alles nachgemacht und so, das musst du alles nacharbeiten und so, dann denkst du ja, wäre ich doch lieber in der Schule gewesen. Jedenfalls ist das bei mir so. So, Leute, ich hoffe, ich weiß nicht, wieso ich das immer ständig hier mit Englisch Deutsch so mache, keine Ahnung. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde nur mal kurz gucken, ob wir neue Kometen zu bestaunen haben. Und ja, ansonsten machen wir halt wie gehabt weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Hier ist anscheinend doch nicht viel dazu gekommen, also im Prinzip gar nichts. Ja, wir sehen uns beim nächsten Part, wie auch immer. Und tschüss.